Die Bibel sagt, dass Adam und Eva die Vorfahren der gesamten Menschheit sind und dass sie drei Söhne hatten: Kain, Abel und Seth. Doch wie sind aus diesen fünf zentralen Figuren andere Menschen hervorgegangen? Es sollte daran erinnert werden, dass in 1. Mose Kapitel 4, Vers 17 die Heilige Schrift sagt uns, dass Kain seine Frau kennenlernte, dass sie Henoch empfing und zur Welt brachte. Kain baute eine Stadt und nannte sie Henoch, nach dem Namen seines Sohnes. Also frage ich euch, könnte diese mysteriöse Frau, die Kain geheiratet hat, eine der Töchter von Adam und Eva sein? Heute werden wir alles über die Töchter von Adam und Eva erfahren. Wer sie waren, warum sie in der Bibel nicht erwähnt werden und wie sie zur Ausbreitung der menschlichen Rasse beigetragen haben. Wie üblich werde ich Sie um Ihr Like bitten, den Kanal abonnieren und zum Video übergehen. Die biblische Erzählung konzentriert sich oft auf die Geschichte von Kain und Abel, zwei der bekanntesten Söhne von Adam und Eva. Diese Tendenz verschleiert manchmal die Anwesenheit und den Werdegang der anderen Söhne und Töchter dieser ersten Familie der Menschheit. Während Kain und Abel die Protagonisten entscheidender Ereignisse sind, wie Zanzbe der schicksalhaften Opferepisode, ist es wichtig, unseren Blick auf die weniger erwähnten Fäden zu richten, um die Abstammung von Adam und Eva besser zu verstehen. Die Bibel erwähnt in 1. Mose Kapitel 5, Vers 4, dass Adam und Eva neben Kain und Abel noch weitere Söhne und Töchter hatten. Details über diese Söhne und Töchter sind jedoch rar, und die Erzählung konzentriert sich hauptsächlich auf Ereignisse mit Kain und Abel. Dies schafft eine Lücke im Verständnis der Erfahrungen und Schicksale der verbleibenden Familienmitglieder, deren Leben auch eine wichtige Rolle beim Aufbau des Gewebes der Menschheitsgeschichte spielte. Indem wir diese vergessenen Geschichten erforschen, können wir die Vielfalt der Schicksale und Wege der Kinder von Adam und Eva verstehen. Dieser ganzheitlichere Ansatz liefert ein vollständigeres Bild der Abstammung der Menschheit und ermöglicht es uns, die Komplexität von Familienbeziehungen und individuellen Reisen zu schätzen. Jeder Sohn und jede Tochter, auch wenn sie nicht im Mittelpunkt der Bibel stehen, hat auf einzigartige Weise zur Ausbreitung der menschlichen Rasse auf der Erde beigetragen. Es ist interessant zu sehen, wie jüdische und christliche Traditionen bei vielen Gelegenheiten die Geschichten der Figuren weglassen und dramatischeren Erzählungen mehr Bedeutung beimessen. Es scheint, dass das Fehlen spezifischer Namen in der Bibel für diese Mädchen zur Marginalisierung ihrer Geschichten beiträgt und sie anonym hält, während Kain und Abel zentrale Rollen einnehmen. Andererseits ist es vollkommen verständlich, dass die Bibel nicht das Leben aller Figuren anspricht. Es ist praktisch unmöglich, die Weite der Informationen von der Erschaffung der Welt bis zum Ende der Zeit in einem einzigen Buch zu beschreiben. In diesem Sinne sind sekundäre Bücher entstanden, wie das Buch der Jubeljahre, das zwar wenig anerkannt ist, aber erscheint als alternative Quelle, die Details über einige weniger bekannte Charaktere untersucht, einschließlich der Töchter von Adam und Eva. Diese vergessenen Figuren bieten sozusagen eine breitere Perspektive auf den langen Abstieg des ersten Paares. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass das Buch der Jubiläen als apokryph gilt. Das heißt, es ist nicht offiziell Teil des Kanons der jüdischen oder christlichen Bibel. Einfach ausgedrückt, wird es von den großen religiösen Traditionen nicht als heilige Schrift angesehen. Hauptsächlich aufgrund eines fehlenden Konsenses über seine Autorschaft und Herkunft, sowie aufgrund von Interpretationen, die von den am meisten akzeptierten Versionen abweichen. Trotzdem darf die historische Relevanz des Jubelbuchs nicht unterschätzt werden. Es bietet einen einzigartigen Einblick in die Ereignisse, die in der Genesis erzählt werden, insbesondere in Bezug auf die Erschaffung der Welt, Adam und Eva und andere Figuren des Alten Testaments. Sein Spitzname Little Genesis spiegelt seine direkte Verbindung zu den Ereignissen und Charakteren wider, die im Buch Genesis beschrieben werden. Dieses apokryphe Buch bietet eine detaillierte Interpretation der Geschichte, die über das hinausgeht, was wir in der Bibel finden, einschließlich der Namen der Töchter von Adam und Eva und der Beschreibung ihres Lebens. Dieser Bericht ist besonders wertvoll für einige jüdische und christliche Gemeinden, die Schlüsselereignisse im Alten Testament besser verstehen wollen. Wenn wir die Aufzeichnungen des Jubelbuchs auf der Suche nach den Namen der Töchter von Adam und Eva untersuchen, stoßen wir auf die Figuren Kelima und Azura, die als die Ehefrauen von Kain bzw. Seth identifiziert werden.
Im Buch Genesis, insbesondere in Kapitel 4, Vers 16 und 17, finden wir folgenden Bericht. Kain verließ die Gegenwart des Herrn und ließ sich im Land Not östlich von Eden nieder. Kain lebte mit seiner Frau zusammen und sie empfing und gebar Henoch. Kain baute später eine Stadt und nannte sie zu Ehren seines Sohnes Henoch. In einigen jüdischen Traditionen wird Shelima, auch bekannt als Avan, als Frau von Kain, dem Erstgeborenen von Adam und Eva, anerkannt. Sein Name wird zwar nicht in der Bibel erwähnt, aber in apokryphen Texten wie dem Buch der Jubiläen erwähnt. Die Etymologie seines Namens, der oft mit dem Hebräischen oder Phönizischen in Verbindung gebracht wird, deutet auf Bedeutungen wie Laster oder Macht hin. Als Kains Frau symbolisiert ihr Name möglicherweise die Stärke oder den Einfluss, den sie in der Linie ausübt, die von den Erstgeborenen von Adam und Eva begonnen wurde. Gleichzeitig kann die Konnotation von Abhängigkeit die Herausforderungen widerspiegeln, denen Kain und Quelima inmitten der widrigen Umstände gegenüberstanden, die ihr Leben prägten. Kain traf nach seiner Verbannung Avan, und der biblische Bericht betont, dass er die Stadt Henoch gründete und sie nach seinem Sohn benannte. Das Buch der Jubiläen erwähnt diese Stadt auch als eine der Errungenschaften Kains nach dem tragischen Vorfall mit Abel. Durch die Einführung an der Seite von Kain erscheint Avan als wesentliches Glied in der Linie und wird zu einer zentralen Figur in wichtigen Ereignissen nach Kains Verbannung aufgrund des Mordes an Abel. Es stimmt zwar, dass die Texte der Heiligen Schrift Kains Frau nicht identifizieren oder ihre Herkunft offenbaren, aber wenn man durch die Genesis bis zum Moment von Kains Verbannung und seiner Begegnung mit der oben genannten Frau geht, werden nur wenige Charaktere erwähnt, darunter Adam, Eva und ihre Geschwister Abel und Seth. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass das Land bereits ziemlich bewohnt war, als Kain zu Avan kam. Zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte gab es sicherlich mehr als 5 Personen, darunter auch andere Frauen als Eva. Einige Vermutungen deuten darauf hin, dass Kains Frau eine Nichte von Kain, Seths Tochter, sein könnte. Diese Idee basiert auf der langen Zeit zwischen Kains Verbannung im Land Nod und seinem Treffen mit Avan. Einige Theologen geben zu, dass diese Periode etwa 300 Jahre dauerte. Während dieser Zeit wurde die Zahl der Söhne und Töchter Adams auf mehr als 50 geschätzt. Ebenso überstieg die Zahl der Söhne Seths 20. Wir können daraus schließen, dass es in den Tagen Kains, Seths und der anderen Kinder von Adam und Eva üblich war, dass sie sich gegenseitig heirateten, einschließlich Brüder oder Neffen. Denn damals begann die Menschheit mit einem einzigen Paar. Als Kain darüber nachdachte, zu heiraten, standen mehrere Schwestern und Nichten zur Verfügung, aber das hielt ihn nicht davon ab, eine blutsverwandte Frau zu finden. Diese Praxis der Ehen zwischen Blutsbrüdern und Schwestern hielt sich lange Zeit hartnäckig. Die Bibel macht deutlich, dass die gesamte Menschheit von Adam und Eva abstammt und jede gegenteilige Theorie entbehrt jeder biblischen Grundlage. Wie es in Apostelgeschichte 17,26 heißt, von einem Menschen ließ er alle Völker mit einem Mann bevölkern, nachdem er die vorhergesagten Zeiten und die genauen Orte, an denen sie wohnen sollten, bestimmt hatte. Diese Perspektive wirft ein Licht auf die Dynamik der Beziehungen zu dieser Zeit und die Entstehung der Menschheit aus einem einzigen ursprünglichen Paar. Die Praxis, eine Schwester oder Nichte zu heiraten, galt in diesem frühen Kontext der Menschheit, als die Bevölkerung aus einem einzigen Paar stammte, als gesellschaftlich akzeptabel. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Gesetze, die die Ehe zwischen nahen Verwandten verbieten, wie sie im mosaischen Gesetz dargelegt sind, wurden lange nach den Ereignissen von Adam und Eva, etwa 2500 Jahre später, eingeführt. Diese Gesetze waren Teil des Mosebundes und legten ethische und moralische Standards für die israelitische Gemeinde fest. Erst mit dem deutlichen Bevölkerungszuwachs wurde das Verbot sexueller Beziehungen zwischen nahen Verwandten erlassen, um negative Folgen wie das Risiko von Gendefekten und gesundheitlichen Problemen durch Inzucht zu verhindern. Die andere Tochter von Adam und Eva, die im Buch der Jubeljahre beschrieben wird, bekannt als Azura, wird als Frau von Seth, dem dritten Sohn von Adam und Eva, anerkannt. Seine symbolische Assoziation mit dem blauen Himmel oder Lapis Lazuli spielt auf eine himmlische Reinheit an, und sein Name spiegelt die Einzigartigkeit wider, die er in der Erzählung darstellt.
Als Seths Frau hat Asura direkten Einfluss auf die Kontinuität der rechtschaffenen Abstammung und trägt zur Bewahrung der gewünschten Tugenden und Werte in der biblischen Genealogie bei. Es sollte daran erinnert werden, dass Seth nach Abels Tod geboren wurde und Eva glaubte, dass er von Gott dazu bestimmt worden war, neue Nachkommen zu zeugen, um Abel zu ersetzen, der von Kain getötet wurde. Nach diesen Überlieferungen war Asura zunächst Abels Frau und wurde nach Abels Tod Witwe. Bald darauf heiratete sie Seth und aus dieser Verbindung gingen bemerkenswerte Nachkommen hervor. Seth ist eine Schlüsselfigur in der biblischen Genealogie und spielt eine wichtige Rolle bei der Fortsetzung der Linie direkt nach der turbulenten Episode mit Kain. Seine Verbindung mit Asura führte zu Beiträgen, die Schlüsselereignisse in der Bibel prägten. Unter den Söhnen von Seth sticht Enos hervor, dessen Name gebrechlicher Mensch bedeutet. Enos wird zugeschrieben, der Erste gewesen zu sein, der den Brauch entwickelte, den Namen des Herrn anzurufen und so eine spirituelle Verbindung herstellte, die in späteren religiösen Traditionen zu einer zentralen Praxis werden sollte. Neben Enos ist Henoch, der Sohn von Seth, eine der bemerkenswerten Persönlichkeiten dieser Linie. Henoch ist bekannt für seine außergewöhnliche Nähe zu Gott, bis hin zu dem Punkt, an dem er mit Gott wandelt, wie es in der biblischen Erzählung heißt. Sein Leben der Gerechtigkeit und der Gemeinschaft mit dem Göttlichen ist ein einzigartiger Beitrag und ein Beispiel für eine Hingabe, die seine Zeit überdauerte. Aufgrund dieser Faktoren war Henoch einer der wenigen Menschen, die den Tod nicht erlebten. Er wurde von Gott weggenommen. Einer der auffälligsten Beiträge von Seths Nachkommen ist jedoch Noah, der rechtschaffene Erbauer der Arche während der Sintflut. Noah, Sohn Lamechs und Enkel von Seth, wurde von Gott auserwählt, um die Menschheit und die Vielfalt der Geschöpfe während der globalen Katastrophe zu bewahren. Ihr Gehorsam und ihr Glaube, die im Sintflutbericht aufgezeichnet sind, verdeutlichen die Bedeutung von Seths Abstammung bei der Ausführung von Gottes Plänen für die Erlösung der Menschheit. Jeder Einzelne in dieser Linie hat eine entscheidende Rolle beim Aufbau des menschlichen Erbes und bei der Bewahrung von Glauben und Gerechtigkeit inmitten der Herausforderungen gespielt, mit denen seine Generationen konfrontiert sind. Religiöse Traditionen, vor allem wenn sie die Linien von Kain und Avan im Gegensatz zu Seth und Asura erforschen, bieten sie eine faszinierende Dualität im menschlichen Zustand, die sich in moralischen und spirituellen Entscheidungen ausdrückt. Kain, der Erstgeborene von Adam und Eva, führt einen Weg, der von Entscheidungen geprägt ist, die menschliches Versagen widerspiegeln. Im Gegensatz dazu bietet die Linie von Seth und Asura eine Erzählung moralischer und spiritueller Entscheidungen, die eher mit Gottes Willen übereinstimmt. Diese beiden Linien besitzen trotz ihrer ausgeprägten Unterschiede ihre Bedeutung und spiegeln die Dualität wider, die dem menschlichen Dasein innewohnt, wobei moralische und spirituelle Entscheidungen das Schicksal der nachfolgenden Generationen prägen. Hier betone ich noch einmal, dass das Buch der Jubeljahre als Apokryph gilt, was bedeutet, dass es von den großen religiösen Traditionen, sowohl den jüdischen als auch den christlichen, nicht offiziell anerkannt wird. All diese Informationen über die Töchter von Adam und Eva können je nach Interpretation und religiösem Glauben variieren. Eine merkwürdige Interpretation findet zum Beispiel im Islam statt. Nach islamischer Tradition hatten Kain und Abel jeweils eine Zwillingsschwester. Im Laufe der Jahre sind sie zu seinen jeweiligen Ehefrauen geworden. Im Buch der Generationen Adams heißt es, ihre Namen waren Balira und Kalmana. Sie waren sogar Teil der Unzufriedenheit, die den Konflikt zwischen den Brüdern hervorrief, da Kain mit seiner Partnerin unzufrieden war. Diese Konflikte entwickelten sich und später wird Kain Abel töten. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Nun möchte ich Ihre Meinung wissen. Wussten Sie, dass Adam und Eva Töchter hatten? Sind die Informationen im Buch der Jubiläen wahr? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren. Hinterlassen Sie Ihr Like und klicken Sie auf eines der beiden Videos, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, um uns weiter anzusehen. Kuscheln und bei Gott bleiben.